wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Anstalt. Schön, dass Sie sich heute wieder hier haben einliefern lassen. Es gibt aber auch Grund ohne Ende. Oder sag mal, so viel kannst du dir doch gar nicht mehr reinpfeifen, dass du das, was um dich rum da alles noch, du bist ja, dass du einen halbwegs klaren Kopf kriegst. Gut, die Bahn streikt jetzt wieder. Ab Montag wenigstens etwas, worauf noch ein bisschen Verlass ist. Ne? Aber sonst hat dieses ganze Polit-Patchwork, wer mit wem, wann und wo und vor allen Dingen wozu, wenn's für Schwarz und Gelb nicht mehr reicht und für Rot und Grün nur noch mit Dunkelrot, was aber Beppe ist, obwohl die CSU von ganz allein in die roten Zahlen rutscht, warum muss dann Grün mit Schwarz nach Jamaika? Du drehst irgendwann völlig dieser Dauerwahlkampf, es ist ein Hauen und Stechen, aber komisch. Na, immer nur bis zur nächsten Klausursitzung der Großen Koalition. Da tun sie dann alle wieder so, als würden sie sich mögen. Es ist ein permanenter, vor sich hin grinsender Wortbruch. Die Große Koalition demonstriert Einigkeit. War schön, die Tage. Ne? Nur komisch, hab mich auch gewundert, warum hatten die alle einen Arm hinterm Rücken? So von Brutus lernen heißt Siegen lernen, oder was? Ich meine, gut, die SPD, die braucht gar kein Messer mehr. Die winkt nur noch ab und sagt, komm, der Beck filetiert sich doch von selbst. Na, aber dieser, geht Ihnen das ab, bis Sie offen sagen, dieser Wahlkampf, dieses, was war das im letzten Jahr, beschaulich, oder? Bremen und aus. Und jetzt Hessen, Hamburg, Niedersachsen, da wortbrüchelt's wieder im Sekundentakt. Überall dieser Wahlterror in Amerika starrt Hillary Clinton auf den Vorsprung von Obama, ne, dann flennt sie wieder eine Runde. Kann man mich denn nicht einfach zum Sieger erklären? Bei dem Medvedev ist es doch auch gegangen. Kommunal. Kommunalwahl in Bayern und Präsidentschaftswahl in Russland. Da hat selbst Ivan Reprow nur noch final aufgestöhnt. Nein, ohne mich. Den bayerischen Zar haben sie bissi gerupft. Also eigentlich beide. Also Beckstein und Huber, also Zar und Zarewitsch. Das war mal noch ein bisschen abwechselnd. Aber sonst dieses ständige an die Urne gehen, das ist ja nichts für die Gesundheit. Nicht, gehst wählen, am nächsten Tag sind die Arztpraxen wieder voll. Meine Stimme ist weg. Na, und dann denkst du, wenigstens, dann denkst du wenigstens hier bei den Bekloppten hast du ein bisschen Ruhe, steht die Wahl zum Patientensprecher an. Sehr gut, dass Sie daran erinnern. Die Wahl zum Patientensprecher. Ja, das ist schön, dass Sie sich daran erinnern. Ja. Und wissen Sie denn auch, wann die Wahl zum Patientensprecher ist? Wann die Wahl zum Patientensprecher ist? Öffnen Sie mich bitte nicht nach. Ja, das ist heute übermorgen, und? Übermorgen. Und warum haben Sie dann für übermorgen auf einen Stationsausflug eingeladen? Hier? Ganztagesfahrt zu Bauer Egons Erlebnishof. Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Wurstpräsent. Rückkehr nicht vor 19 Uhr. Das ist doch von Ihnen. Ja, na ja, Sie haben doch immer gesagt, wir sollen hier gemeinsam mehr unternehmen für den Team Spirit. Herr Priol, Sie haben diesen Ausflug auf übermorgen festgesetzt. Auf meinen Wahltag. Oh, das muss mir irgendwo durchgewitscht sein. Das ist, aber der polnische Bus ist doch so günstig. Und der war nur da frei. Aha. Ich lege mich ins Zeug, mein Wahlkampf läuft auf vollen Touren und Sie setzen einen Ausflug zu Bauer Egon an. Ja, wird dann später gewählt, irgendwann. Das geht nicht. Ich habe doch schon Leute engagiert, die mir im Wahlkampf helfen. Das sehen Sie, die müssen eigentlich schon längst da gewesen sein. Ja, die schicken Sie mal besser runter auf die Quarantänestation zum Beck. Der hat die nötiger im Moment. Ach was, Sie wissen doch, was ich alles vorhabe hier. Ja, natürlich. Haben Sie im Ernst geglaubt, dass ich in aller Ruhe zusehe, wie Sie hier unser bürgerlich-mehrheitliches Irrenhaus mit der Hilfe von linken Ratten und Schmeißfliegen in ein sozialistisches Versuchslabor verwandelt. Da muss Schluss sein. Hallo. Ich muss Schluss sein. Was ist denn los mit Ihnen? Jetzt kommen Sie mal wieder zu Verstand. Ja, jetzt fuchteln Sie mal nicht so rum da und nehmen Sie mal Ihr Überhangmandat da weg. Eine Geschmacklosigkeit. Solche Ausrutscher, die sollten sich besser so Politiker wie Herrn Böhmer überlassen. Ja, unglaublich sowas. Ich meine, es ist ja im Grunde genommen, es sind ja auch ein paar richtige Vorschläge dabei, was Sie vorhaben. Ja, natürlich.
Es geht doch auch gar nicht um Sozialismus, Herr Priol. Es geht um die Gerechtigkeitslücke. Es geht um das Wir-Gefühl bei uns in der Anstalt. Deswegen soll ja meine erste Amtshandlung sein als Patientensprecher, dass die Vermögensverhältnisse bei uns im Haus offengelegt werden. Ja, na, da gehe ich mit Ihnen ja auch völlig d'accord. Ne, diese ganzen Transferleistungen, guck mal, mich interessiert doch auch, wer von unseren Patienten wann wieder wo viel, wie viel wohin verschoben hat. Sehen Sie, Transparenz als vertrauensbildende Maßnahme. Ja, richtig, das schwedische Modell. Genau, von unserem verkaufssüchtigen Konsumirren, den wir auf Zimmer 8 haben, über unseren ehrenamtlich festangestellten Spendensammler bis hin zum Anstaltsleiter persönlich. Ja, Moment, was? Nee, halt, warum? Wieso? Was hab denn ich jetzt damit zu... Sie? Na, Sie sind der Chef. Sie sind Leistungsträger. Ach, Dings, Leistungsträger, so Quatsch. Dann nehmen Sie mich mal nicht so wichtig. Nein, die Sorge müssen Sie nicht haben. Offenlegung im großen Stil. Das schafft doch auch nur böses Blut. Wir haben uns doch da neulich Abend beim Bier mal ganz vertraulich drüber unterhalten und vernünftig. Na, dieses kleine Vermächtnis aus dem Erbe von meiner Tante. Richtig, da habe ich mir ja noch diesen kleinen Scherz erlaubt, nicht? Und habe gefragt, ob Ihre Tante nach ihrem Scheintod jüdisch geworden ist. Weil sie dann so große Karrierechancen hätten, nicht? Hessischer Ministerpräsident oder Verteidigungsminister. Ich kann da nicht drüber lachen. Das ist, ich habe ständig Angst, dass irgendeiner vor der Tür steht. Du bist doch heute nur noch verdächtig. Da, hier, unsere Wanderausstellung. Druck auf Liechtenstein. Also, nein, Liechtenstein. Liechtenstein als Druck, Reue. Ich stehe doch mit einem Bein in der Selbstanzeige. Ja, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Einmal beim Bier was Blödes gesagt und du stehst genauso bescheuert in der Gegend rum wie der Beck. Dabei war in meinem Bier sogar Alkohol. Jetzt hört was mal auf, Herr Priol. Trinken Sie bitte nicht in Selbstmitleid. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich könnte Ihre konfessionslose Tante aus Liechtenstein vergessen. So? Unter der Voraussetzung, dass vielleicht dieser Ausflug zu Bayer Egon, sagen wir mal, durch höhere Gewalt ausfallen würde, dann könnte sich übermorgen Volkes Wille hier in diesem Hause Bahn brechen und wir könnten uns endlich auf Augenhöhe begegnen in Zukunft. Ja, ich glaube, das wird der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das steht zu befürchten. Das ist, womit wir aber auch schon beim Thema aller Themen der letzten Wochen werden. Kommt Ihnen das nicht auch so ein bisschen komisch vor, da diese Liechtenstein auf einmal so überraschend plötzlich haben alle gesagt, wow, es werden Gelder verschoben, es gibt Steueroasen und auf einmal war ein Thema da, mit dem er so wunderbar von allem anderen ablenken kann. Dass die Krankenkassen neuerdings hochwertiges Insulin für Zuckerkranke nimmer erstatten, die Bankenkrise, die Inflation. Wen interessiert es schon, wenn der oberste bayerische Datenschützer mal in so einer CD-ROM rumspielt und sagt, hoppala, da bin ich ja auch drauf. Seit dieser Razzia beim Zumwinkel, da die, nach dem Motto, ne, wenn der Postmann zweimal klingelt, ist alles andere zweitrangig geworden. Dass unsere Regierung mit einem Veto das sofortige Verbot von Streuwaffen verhindert hat, da hat sogar die Kanzlerin gegrinst, die sich ja auch gefreut hat wie ein kleines Kind, nachdem die US-Luftwaffe hunderte von Tankflugzeugen bei der europäischen Rüstungsindustrie bestellt hat. Da jauchzt Frau Dr. Merkel, das ist ein großer Vertrauensbeweis. Dass damit nichts von dem möglich wird, was sie sonst immer so werbewirksam einfordert. Ein rascher Friedensprozess im Nahen Osten und die sofortige Beendigung der Kampfhandlungen in Afghanistan. Wen juckt es, ne, wo wir doch Liechtenstein haben? Da hat sogar unser Innenminister Wolfgang Schäuble empört aufgejault. Das ist einfach ein solcher Skandal und derartig bestürzend und enttäuschend. Das kann so nicht sein. Die Freiheit lebt auch davon, dass die Vorbilder sich vorbildlich verhalten. Ja. Sagt mir mein Innenminister, der oberste Hüter von Recht und Gesetz, der mal 100.000 Mark Schmiergeld im doppelten Boden von seinem Rollstuhl gebunkert hat. Aber die Steueroasen. Aber
Aber die Steueroasen, die werden jetzt ausgetrocknet, hat Peer Steinbrück losgepoltert. Einen Tag danach hat Luxemburg als drittes Land die aktive Sterbehilfe zugelassen. Ich habe mich nur gefragt, warum fängt er bei unserem Steuersumpf im eigenen Land nicht ein bisschen damit an? Diese ganzen Schlupflöcher, die zu stopfen, das ist sowas von anstrengend. Ständig überlegst du, ja, war das jetzt beruflich oder war das jetzt doch geschäftlich, was da an kreativem Potenzial gebunden wird. Bei jeder Bewirtungsquittung musst du doch überlegen, mit wem könnte ich denn jetzt da gerade wieder mal essen gewesen sein? Und als Begründung, wenn dann da steht, was haben wir überhaupt gehabt? Der Eisbein mit Sauerkraut, 10 Liter Wasser. Und als Begründung steht auf dem Zettel, Nachbesprechung Gustloff. Ich meine, wir sind in der Schule. In der Schule sind wir immer noch zu Ehrlichkeit erzogen worden. Da haben wir auf unsere Krankmeldungen haben wir immer als Grund draufgeschrieben Schwindel. Da konnte uns keiner was anhaben. Aber Liechtenstein, wie die Kanzlerin da auch überrascht war, das ist jenseits all dessen, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Sie sagt, Mädchen, ich glaube, es gibt vieles, was jenseits all dessen ist, was du dir vorstellen kannst. Die CDU-Chefin, die doch nur deshalb Vorsitzende der CDU werden konnte, weil aufgeflogen war, dass Schwarzgeld aus Liechtensteiner Stiftungen als jüdische Vermächtnisse getarnt den Wahlkampf von Helmut Kohl finanziert hat, der heute noch beharrlich schweigt. Ich habe mir selbst mein Ehrenwort gegeben, dass ich nichts weiß. Na und jetzt sagen alle ganz... Und jetzt gucken alle und sagen, die Sache stinkt. Es liegt doch am System und an der Sprache, weil bei uns alles immer in dem Gebiet so fäkal besetzt ist. Abgaben werden entrichtet, Steuern werden abgeführt. Und wenn du aus dem Berufsleben weg ist, dann scheidest du aus. Also richtig Appetit macht es nicht. Sind Sie der Anstaltsleiter? Ja, Herr Priol? Ja, bin ich. Ich habe ein tolles Angebot für Sie. Ich mache mit Ihnen einen Plattenvertrag. Gott, Sie machen mit mir, sind Sie mir jetzt völlig bekloppt. Ich bin vom Finanzamt. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir legen eine neue CD auf. Liechtenstein, Pest of Volume 2. Nein, das ist alles korrekt. Das ist das, was ich von Wollen meiner... Sie singen? Nein, überhaupt nicht. Was ich von meiner Tante gerichtet habe, das habe ich deklariert als fondsgebundene Lebensversicherung. Da ist nichts, was irgendwo... Da können Sie mir keinen... Das war ein Scherz. Da können Sie mir keinen Strick draus drehen jetzt. Das war ein Scherz. Ich komme aufgrund der Anzeige von einem Herrn Dombrowski. Dieses hinterlistige Arschloch. Der Patientensprecher. Das ist doch unglaublich. Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Dieser Drecksack. Entschuldigung, nein, ich habe jetzt muss ich erst mal kurz in meinen Lift. Zur Beruhigung. Verfolgungswahn oder was? Herr Dombrowski hat mich gebeten, hier ein paar Takte zur Wahl zu sagen. Da ist ja erhebliche Verwirrung. Nicht, da wird schon manchen schlecht. Jetzt hat Frau Ypsilanti gebrochen. Nicht, die Bild-Zeitung, die schreibt schon, wird Deutschland ein Linksstaat? Da müsste es ja vorher mal ein Rechtsstaat gewesen sein. Ja, also. Viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wo die Politiker stehen. Wo steht zum Beispiel Kurt Beck? Das weiß man ja gar nicht. Da müssen wir mal eine Therapie machen, eine Politikeraufstellung. Das ist eine Therapie, die habe ich selber entwickelt aus der Familienaufstellung von Bernd Hellinger. Ja? Wo steht Kurt Beck? Viele sagen ja, Kurt Beck steht gar nicht mehr, der ist längst umgefallen. Ja, also Kurt Beck kommt aus der Mitte der SPD, er steht auf jeden Fall links von Angela Merkel und rechts von Oskar Lafontaine. Jetzt kommt aber Jürgen Rüttgers, macht bei Nokia den Arbeiterführer und Kapitalismuskritiker, zieht ganz nach links vorbei, während Oskar Lafontaine ja mit seinen Fremdarbeitersprüchen absolut mal nach rechts lappt. Dann kommt aber Andrea Nahles und Andrea Ypsilanti und ziehen die gesamte SPD wieder nach links, während Angela Merkel die beste sozialdemokratische Kanzlerin aller Zeiten gibt. Wo steht Kurt Beck? Ja. Politische Standortbestimmung, das ist in Deutschland Hütchenspielerei, das ist schlimmer als Hütchenspielerei. Wenn Sie mal unter die Hütchen drunter gucken, da ist nicht mal ein Kügelchen drunter, da ist nur heiße Luft. Nur heiße Luft, ja. Das.
Und machen Sie bloß nicht den Fehler, gucken Sie ja nicht vor den Wahlen ins Parteiprogramm. Da steht höchstens das Gegenteil von dem drin, was die Parteien machen. Ja, die Grüne Friedenspartei schickt uns als erstes in einen völkerrechtswidrigen Krieg. Die sozialen Sozialdemokraten sind verantwortlich für den größten Sozialabbau in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Christliche Union diskutiert die Ehe auf Zeit, betreibt aber in der Praxis viel Weiberei. Der freie demokratische Bürgermeister aus Mügeln, Mügeln kennen Sie, in Sachsen, wo man Inder jagt und nennt das Volksfest. Ja, der sagt, Ausländer raus, das kann jedem mal so rausrutschen. Und sein Chef Guido Westerwelle sagt, der gehört in die FDP, so liberal sind die. Und wenn Sie den radikalen Oskar Lafontaine in ein Amt wählen, wo er seine tollen linken Ideen verwirklichen kann, dann flüchtet er doch wieder ins Saarland und versteckt sich hinter seinem Kind und seiner Frau Müller, der Eva Herrmann der Linkspartei. Ja, das ist doch... Das ist doch wie in der katholischen Kirche, wo der Geistliche feierlich vor dem Altar die Keuschheit beschwört. Aber 10 Minuten später zeigt er in der Sakristei unter den Augen seines Bischofs ihrem frommen Chorknaben, wo seine Glocken hängen. Das ist doch nicht wahr? Und der intime Zusammenhang zwischen Partei und Klingelbeutelei, der ist uns ja beim Papstbesuch deutlich geworden. Der Papst hat ja in Regensburg eine Orgel gestiftet. Eine wunderbare Orgel, die hat er eingeweiht, die Benediktorgel. Die ist gestiftet worden von einer Stiftung aus Liechtenstein. Jawohl! Und der Stifter, ein alter Freund von Helmut Kohl, der wollte so gern zur Einweihung der Orgel dabei sein, aber er hatte Angst, dass er stiften geht, weil er in Deutschland wegen Steuerhinterziehung in 3-stelliger Millionenhöhe gesucht wird. Aber wir sind ja ein christliches Land, das die Vergebung kennt. Und da hat er freies Geleit bekommen und konnte in der ersten Reihe dabei sein in Regensburg, wie der Papst diese wunderbare Orgel eingeweiht hat mit einem tollen Bild, wo er gesagt hat, diese Orgel ist wie unsere Gesellschaft, wo von berufener Hand jede Pfeife einzeln gestimmt werden muss. Halleluja! Das sind Pfeifen, ja. Halleluja. Sehr guter Mann, nicht? Genau, was ich brauche. Ratin aus Berlin, dieses Plakative, das finde ich gut, das mobilisiert. Ich brauche eine hohe Wahlbeteiligung übermorgen, das ist mir wichtig. Es muss die Stimmung herrschen. Es ist Gefahr im Verzug in diesem Land. Ich werde morgen Nachmittag selbst referieren dazu. Ich habe alles schon vorbereitet hier, wenn Sie es mal verteilen können. Hoffentlich kriegen Sie das hin. Ich habe extra den Literaturkreis der Volkshochschule ausgeladen. Martin Walser, Gedanken zu Goethes letzte Erektion. Wen interessiert denn sowas? Ich habe, hier, das ist mein Thema, nicht wahr? Zittert das Land vor der linken Gefahr? Kandidat Dombrovski bezieht Stellung. Eine Stunde, dann Kaffee, Kuchen und Pianist. Ist eine runde Sache. Sie hier, aber nur auf der Seite. Ich glaube, ich werde morgen eröffnen mit einem Zitat. Ich werde Erwin Hoovers Parole für die Bundestagswahl 2009 nehmen. Freiheit statt Sozialismus. Der Spruch ist nicht mehr ganz frisch, aber das für Huber wird's reichen. Nicht denn? Ja, der Spruch stammt übrigens von Hans Filbinger, ein berühmter Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Die Freiheit ist übrigens auch in Gefahr an ganz anderer Stelle, sagt die FDP. Und zwar überall da, wo die Regierung den freien Kräften des Marktes im Wege steht. Da ist DDR ohne Mauer, hat Westerwelle im Bundestag gesagt. Beispiel. Also wenn man die freien Kräfte des Marktes walten lässt, dann entwickeln sich zum Beispiel Preise bei uns, die von den Herstellern im freien Gespräch miteinander abgesprochen werden. Nicht? Das ist also zum Beispiel bei uns Mehl, Schokolade, Medikamente, Waschmittel, Gas und Strom. Nicht? Und diese Preise, die werden nun nicht der Willkür des Zufalls überlassen, sondern die werden von den Herstellern im kreativen Miteinander zum höchstmöglichen Niveau angehoben, wodurch unser Wachstum doppelt profitiert, nämlich über die höheren Gewinne und über die höheren Preise. Und wenn dann das Kartellamt kommt und macht Razzien und Durchsuchungen, also quasi wie die Stasi, nicht in, also in einer DDR ohne Mauer, würde die FDP sagen, dann sind die Konzerne beleidigt. Nicht Henkel hat jetzt 25 Millionen zahlen müssen, will illegaler Preisabsprache, schon entlassen so 1000 Leute, haben wir den Salat. Nicht wer zahlt die Zeche? Wir. Nicht. Gibt allerdings auch Beispiele für mustergültige Marktfreiheit. Gibt es auch das deutsche Eigenheim zum Beispiel. Ich weiß, Sie können sich noch erinnern, die dem Sozialismus artverwandte SPD,
Die hat zu Zeiten von Hans Filbinger und seiner Parole Freiheit statt Sozialismus, hat die mal die kleinen Leute in Deutschland enteignen wollen, die SPD. Damals geisterte ein böser Satz durch die Republik: Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Hier, nicht. Ja. Und damals waren es Leute vom Schlag eines Erwin Huber, die das verhindert haben. Nicht? Und dieser ist jetzt als neuer CSU-Chef, als Filbingers geistiger Nachfolger, der Schutz unserer Hausbesitzer, mit dem Ergebnis, die Hausbesitzer sind frei wie noch nie in ihrem Leben. Die Hausbesitzer, ihre Kredite übrigens auch, die sind auch vollkommen frei. Die werden weltweit frei gehandelt. Allein die Münchner Hypo Real Estate Bank hat für 3,6 Milliarden Kredite an einen Finanzinvestor namens Lone Star verkauft, der dafür bekannt ist, dass er sehr kreative Inkassoverfahren hat. Gerne auch mal Zwangsversteigerung, gerne auch mal ohne, dass Sie mit Raten im Verzug sind. Sie sollten mal schauen. Nehmen Sie mal Ihren Darlehensvertrag, gehen Sie mal zur Bank Ihres Vertrauens, vielleicht nehmen Sie schon teil an der freien Spielart der Kräfte international und wissen es gar nicht, nicht. Aber nur keine Bange. Hauptsache, sie werden nicht vom Sozialismus enteignet. Die FDP, wissen Sie, jetzt warten Sie doch mal. Ich bin noch nicht zu Ende. Jetzt verhunzen Sie einem doch nicht die Schlusspointe. Ich wollte sagen, die FDP übertreibt nämlich. Nicht, Bankenland ist nicht DDR ohne Mauer. Bankenland ist Wilder Westen ohne Sheriff. Das war die Pointe. Komisch, keiner da. Soll ich den Lesezirken verteilen? Sind die auch alle schon im Streik? Hallo? Soll ich meinen Kasperl? Das hat mir dieser Beraterdepp von der Bank doch noch bestätigt. Wenn ich das Vererbte von meiner Tante mit einem Versicherungsmantel aus Österreich umwickel und mit einer Schiffsbeteiligung in Andorra fein optimiere, dann... Hallo? Da. Was wollen Sie jetzt von mir? Ich habe schon auf Sie gewartet, Herr Dr. Priol. Ja, nein, nichts. Sie können Ihrem Dienst von dem Finanzamt, dem Sachbearbeiter, können Sie gleich sagen, da ist nichts. Da war nichts. Da ist nichts. Das ist eine saubere, abzugsfähige Vorsorgeaufwendung nach monegassischem Recht. Das ist völlig legal in Monaco. Schön, Sie mal wiederzusehen. Ach so, jetzt erkenne ich Sie. Sie sind ja die Frau vom Lesezirkel, gell? Oh Mann, ich habe schon gedacht, Sie werden, die müssen Sie wissen, ich bin die da völlig durch den Wind. Ja, ich sehe, Sie waren wieder beim Anstaltsfriseur. Nein, das war Emma. Ich hätte nicht rausgehen sollen am Wochenende. Doch, das war schon richtig Chance, wenn man immer nur so allein hier drin gefangen ist. Ja, gell, das ist manchmal, es ist schön, dass mal jemand mitkriegt, wie das hier drin dann, wie einsam man sich da öfters mal fühlt. Da vergisst man auch leicht, dass es draußen noch viel kränkere, sprich prominente Persönlichkeiten gibt, gegen diese das eigene Leben, ja, Kindergeburtstag und fast so erträglich wie Serviettenfalten oder... Duschen. Ja, jetzt verteile Sie doch mal Ihr Heftchen. Es tut mir leid, aber ich habe noch was Dringendes. Ich muss. Komisch, als ich beim letzten Mal hier war, habe ich fast das Gefühl gehabt, Sie könnten ein bisschen mehr in mir sehen als nur. Ja, das war damals. Aber heute ist das alles anders. Das hat der Dings ja gesagt. Aber heute ist für den Deutschen der Steuerspartrieb wesentlich wichtiger als Ding. Und ich habe keinen Kopf für da unten momentan. Arme Sau. Wissen Sie, was der neueste Trend ist bei den Prominenten? Also neben Steuerhinterziehung, Drogen und kleine schwarze Negerkinder adoptieren. Selfless. Also lernen, sich selbst zu lieben. Gell? Früher hat man Selbstbefriedigung dazu gesagt. Heute tut man Selfnessen. Gell? Früher war man beim Wellnessen, das waren dann mehrere. Heute tut man Selfnessen, da ist man allein. Und später dann tut man Grabnessen. Da ist man dann ganz allein. Ja, weil man tot ist. Gell? Klar, aber viele Prominente, die wollen gar nicht allein sein, weil da müssten sie ja mal über ihr eigenes Leben nachdenken. Da würde ihnen auffallen, dass sie einen Schlag haben. Und damit sind wir bei meinem ersten Thema. Lothar Matthäus ist wieder mit seiner Schülerin Liliana zusammen. Er hat sich erst im Januar von ihr getrennt. Er hat damals gesagt, es war eine Vernunftentscheidung. Aber wie so oft hat Lothar die Vernunft erfolgreich besiegt. Und er ist...
Er ist wieder. Ja, er ist wieder mit ihr zusammen, aber ich glaube, es geht nicht gut. Nein, der Altersunterschied, Schatz. Stellen Sie sich vor, Lothar Matthäus legt den Termin für die Hochzeit fest und sie sagt dann, Schatz, an dem Tag habe ich keine Zeit, da habe ich Erstkommunion. Das ist, ich sag nur, we love to entertain you. Das bringt mich gleich zu meinem nächsten Thema, zu meinem absoluten Lieblingsthema momentan, Frankreich. Nicolas Sarkozy und Carla Bruni, ist das nicht herrlich? Ist das nicht großes Kino? Unsere Politiker machen Bauerntheater, der Mann macht Hollywood. Nicolas Sarkozy, die französische Antwort auf Puff Daddy, zu Deutsch Puffati, heiratet, ja, heiratet Carla Bruni, Model und Erbin aus dem italienischen Pirelli-Konzern. Pirelli, kennen Sie, ist eine Firma, die hat wahnsinnig viel Geld, die verkaufen so Kalender, wo nackte die Weiber drin sind. Und muss ich sagen, was für ein Medienspektakel, Wahnsinn, jeden Tag, hier kommt eine Biografie von Sarkozy raus, jeden Tag gibt's neue Enthüllungen von seiner Ex-Frau, die gesagt hat, der Sarkozy ist ein geiziger Sack, ja, der war nie daheim und seine Kinder sind ihm wurscht. In Deutschland sagt man dazu das Seehofer-Syndrom. Ja, ich muss sagen, kein. Ich muss auch sagen, ich kann ihn verstehen, dass er sich ein Model gesucht hat. Freilich, stellen Sie sich vor, beim nächsten EU-Gipfel, die ganzen Staatsmänner beim Gruppenfoto mit ihren gewamperten Küchenschaben, ja, und dann dazwischen. Carla Bruni nackert nur mit der Gitarre, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, das ist, da kommt man doch als Staatsmann auch viel lieber zu Besuch, wenn einer ein Model hat, stellen Sie sich vor, kann man direkt vorstellen, Nicolas Sarkozy sagt zu Carla Bruni dann auf Nacht einmal, sagt er, gell, Schatz, gell? Also Schatz sagt er nicht so, sagt er, Cherie, wird er sagen, gell, Cherie, zieh dir heute Abend ein bisschen was Nettes an, heute kommt der Gaddafi zum Essen. Ja, ist doch was. Und da, ich habe nur, muss ich ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass unsere deutschen Politiker jetzt auch glauben, sie brauchen unbedingt ein Model, gell? Weil wir Deutschen doch immer alles kritiklos aus dem Ausland übernehmen. Jetzt stellen Sie sich das vor für Bayern. Ach, Günther Beckstein. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, gell? Günther Beckstein, gell, sind wir ehrlich, ich hab Lippenstifte daheim, die haben mehr Charisma. Ja. Aber Erwin Huber, ja, unser niederbayerischer Pitbull aus Reisbach, da kann man sich schon vorstellen, wie er dranhängt an der Naomi Campbell, wie die Maus am Presssack. Ja, und dann sagt er zu ihr, schaut er rauf zu ihr und sagt, Baby, we are perfect for each other because you are black and I am black. Ja, und sie sagt, und sie schaut dann runter und sagt, but Erwin, you're not black, you're short. Ja, but it's not the size of the boat, but the motion of the ocean, baby. Ja, na, Schmarrn, das sagt er natürlich nicht, so viel Englisch kann er nicht. Ja, ich frag mich immer, wenn sie jetzt alle schon so spinnen mit Selfness und Trennungen und Scheiße, ich frag mich, wie wird's dann erst in 10 Jahren bei uns? Wie schaut's aus in Deutschland in 10 Jahren? Wie schaut's aus? Jopi hieß das, schnappt Lothar Matthäus die neue Freundin weg. Ja. Ja, Boris Becker wird neuer Chefredakteur bei Emma und heiratet eine Weiße. Klaus Zumwinkel wird neuer Geschäftsführer bei UNICEF. Und sein Stellvertreter wird Bischof Müller aus Regensburg. Ja, oder wie der Dalai Lama bei seinem letzten Deutschlandbesuch einmal gesagt hat. Oder war es Uli Hoeneß, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Gesagt, die Dummheiten wechseln, aber die Dummheit bleibt. Ich leide nicht. Gott sei Dank, hier drin. Gott sei Dank, da siehst du, da bin ich einigermaßen noch sicher. Hier drin, da findet mich keiner. Hallo, Chef. Sie, das ist aber schön, dass Sie für uns einen Ausflug organisieren wollen. Mit Wurst vom Bauer Egon. Sie, was gibt's da für Wurst? Gar keine. Der Ausflug fällt aus. Was? Jetzt fällt er schon wieder aus. Der Zettel ist doch gerade erst gekommen. Übermorgen ist Patientensprecherwahl. Das geht vor. Ich hab gerade angefangen, mich zu freuen. Ja. Sie wissen doch, wie das ist mit Wahlversprechen. Ja, Wahlversprechen, hörst du mal, die werden doch aber erst nach der Wahl nicht gehalten. Und da jetzt werden sie schon vor der Wahl wieder eingesammelt. Und da wirst du hier drin schneller beschissen wie draußen. Rese dich mal nicht so oft. Es ist ja gut, kein Spaß, keine Wurst, aber dafür dürfen Sie wählen.
ihren Volkswillen artikulieren. Und was hab ich davon? Ah, ich hab ihn doch artikuliert. Und was ist passiert? Gar nichts. Wo? Das ist, wo? In Hessen haben wir doch artikuliert. Ja, da ist aber nichts draus geworden, weil ihr falsch artikuliert habt. Was, wir haben genau richtig artikuliert, wir haben den Koch abgewählt. Ja, aber nur mit Hilfe der Linken und die zählen nicht. Jetzt kommen Sie mir hier nicht ypsilantisch daher. Sie wissen doch, wenn man die Linke an der Macht beteiligt, flüchtet das bürgerliche Kapital ins Ausland. Na, das glaube ich nicht, das ist doch schon fort. Da brauchst du doch gar keine Linke dazu. Das ist doch schon im Ausland. Da haben wir doch keine Linke dazu. Ja, und wer hat Schuld? Ja, wer hat Schuld? Mir vielleicht. Ja, natürlich, weil die SPD die Linke nicht verhindert hat. Und wer sagt denn sowas? Naja, die Union, also die Kanzlerin. Und das müsst ihr jetzt wieder rückgängig machen. Das müssen wir rückgängig machen. Und das will die Merkel. Wenn wir das rückgängig machen, Chef, dann hätten wir ja, wenn wir die wieder zurückholen, die Linke, in die SPD, hauen zu uns, dann hätten wir ja wieder mehr wie die Merkel. Ja, das ist bürgerliche Logik. Deswegen hat sich der Beck wahrscheinlich krank schreiben lassen. Ja. Aber dabei war das gar nicht so verkehrt, was der gesagt hat. Ja, und nichts ist verheerender als ein richtiger Satz vom falschen Ort. Zur falschen Zeit. Wie mit den Steuersätzen, das sagt sich die Wirtschaft jetzt auch. Und die sind schwer im Verruf. Zum Glück geht da unsere tolle Volkskanzlerin jetzt mal ein bisschen dazwischen, die schon gesagt hat, ich werde hier viele Einzelgespräche führen. Sie hat ja schon bei der Nokia-Krise ihre ganze Führungskompetenz in die Waagschale geworfen. Also ich habe hier noch viele Fragen. Da haben die Konzernchefs in den finnischen Wäldern aber gezittert. Zumal sie auch diesen Aufruf unterstützt hat, Nokia-Produkte zu boykottieren, weil mit Subventionen Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit Siemens, mit Continental, mit der Allianz, mit BMW? Dürfen wir jetzt nur noch also ohne Reifen und unversichert kein Auto fahren und dabei dann auch nicht mehr rauchen? Wie geht es? Ist doch schön, wie man so von den Sachen im Land mit so busy Liechtenstein wunderbar ablenken kann. Und auch das Timing perfekt. Da lag diese ominöse CD-ROM, lag schon monatelang im Kanzleramt und kaum schwächelt die Chefin in den Umfragen, taucht das Material auf, pünktlich zum Staatsbesuch vom Liechtensteiner Regierungschef, also vom Kassenbad. Einmal ist es da. Nicht, weil den hat sie dann ja auch gleich in den Senkel gestellt. Ich habe noch viele problematische Fragen. Da wahrscheinlich vor der Kristallkugel gehockt und ein bisschen. Weil sie muss punkten. Die eiserne Lady, weil sie schwer Rost angesetzt hat im Moment. Es gärt ja in der Union, weil sie für den Kurs verantwortlich machen, der zu den verlorenen Wahlen geführt hat. Wo sie, welcher Kurs? Und jetzt geht auch noch ihr Lieblingsanhängsel auf Distanz, die FDP. Oh, der natürliche Wurmfortsatz der Union mit seinem charismatischen Oppositionsführer Guido Westerwelle, der König ohne Land. Der Mann ist aber wirklich sowas von nix. In frühen Shakespeare-Dramen hätte der immer den Strauch gespielt. Und der ist sauer jetzt, wenn er mal Zeit hat. Hat er eigentlich nicht, weil er kümmert sich ja um die Sorgen und Nöte im Land. Wovon wollen wir eigentlich leben? Wovon will Deutschland leben? Von Knut im Zoo? Von Flocke? Ja, Flocke. Apropos Flocke. Apropos Flocken, ist ja, um einigermaßen über die Runden zu kommen, muss er sehr fleißig sein, Guido. Ne, Vorträge halten bei Versicherungen, bei Edeka und, das hat mich auch ein bisschen gewundert, bei der Liechtensteiner LGT-Bank. Also der Mutter von ihr in Zürich. Wahrscheinlich ein schöner Vortrag, oh wie schön ist Panama oder so. Da hat selbst
Da hat selbst Erwin Huber aufmerksam gelauscht, der als Oberaufseher auch gar nicht mitgekriegt hat, dass seine Bayern LB über einen österreichischen Waschsalon der Hypo Lichter von Gelder von Liechtensteiner Konten über den Decknamen Zorro 1 nach Panama verschifft hat. Aber den wahren Skandal in der Liechtenstein-Affäre hat ja das Generalsekretär der FDP ausgemacht, Dirk Niebel, der schon gesagt hat, das Klauen der Daten war illegal. Also sonst hat man von der FDP zu den ganzen Sachen gar nichts gehört, weil die sind auch beschäftigt. Die sind am Schreddern. Was wird denn hier geschreddert? Was wird geschreddert? Was reden Sie denn hier von Schreddern? Schreddern wir denn hier? Ich gar nichts. FDP, warte. So. Ich habe nichts zu verbergen. Übrigens, den Bus für den Besuch bei Bauer Egon, den habe ich storniert. Jetzt eigentlich unser kleines Gespräch von... Aber Herr Priol, was denn für ein Gespräch überhaupt? Gut. Wir verstehen uns, mein Sohn. Das erspart dir den Schlaf bei den Fischen. Sie wirken ein bisschen überarbeitet, kann das sein? Sie haben mich doch so rausgebracht, damit dem Ding wegen meiner Tante. Ich habe ja schon Ihren Wahlkampfhelfer für die Steuerfahndung gehalten. Ach was, da waren Sie auch wirklich durcheinander. Übrigens, was ich mich schon gefragt habe, jetzt mal unter uns, nicht? Warum sind eigentlich noch keine Verfahren gegen Politiker eingeleitet worden? Wegen Beihilfe und Unterstützung für Steuerhinterziehung. Ja, man könnte im Land auch ein bisschen nachhaken. Warum melden wir unsere Subventionsbetrüger eigentlich nicht nach Brüssel? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Datenschutz, sagen Sie. Datenschutz ausgerechnet bei uns. Ja, Man könnte sich schon einmal die Frage stellen, wer schadet dem Land jetzt eigentlich mehr? Die Steuerhinterzieher oder die Steuerverschwender? Beide gleich. Die sind beide voll gleichwertige und effektive Partner beim Ausplündern des Volksvermögens. Ja, das sage ich Ihnen. Es gibt ja mittlerweile schon ganz neue Textaufgaben für die Schule. Wie viele Liechtensteiner Stiftungen muss die Bochumer Staatsanwaltschaft noch auffliegen lassen, um halbwegs das zu kompensieren, was die WestLB in einem halben Tag verpulvert hat? Sehr schön. Aber Sie... Und in einer solchen Situation, jetzt geht's aber rum. Und in einer solchen Situation stellt sich die Linke hin und fordert die Verstaatlichung der Banken. Ja, da können Sie mal sehen, wie weltfremd die sind. Wer hockt denn drin in den Kontrollgremien von der Kreditanstalt für Wiederaufbau zum Beispiel? Bei der KfW? Ich denke, alle Politiker außer Lafontaine. Ja, fast. Also die Politnasen schon, aber mit Lafontaine. Kontrolliert wird alles von unseren Steuerverwesern Steinbrück, Gloß, Huber und im Aufsichtsrat thront Roderick Buffalla. Oh. Aber. Wenn einer aufräumen kann, dann der, nicht wahr? Ein Mann geht seinen Weg von Kleve hinaus in die Welt. High Noon, würde ich mal sagen. Ja. Wissen Sie, was ich mich frage? Ob der Schlamassel bei den Landesbanken besser wird, wenn die Sparkassen das alles übernehmen? Ja, Franjo Poth wäre es recht. Muss ich den kennen? Franz Josef Poth, verehelichter Feldbusch. Der hat doch dem Sparkassenchef von Düsseldorf für seine Insolvenz 9 Millionen aus den Rippen geleiert. Ach was. Und hat ihm Verona Feldbusch dafür die Praktikantin machen müssen? Nein, es gab einen Flachbildschirm und ein Feuerzeug als Köder. Mein Gott, wie erbärmlich. Ja, naja, Sparkasse halt. Ja. Das ist richtig. Wissen Sie was? Ich glaube, wir müssen an das ganze System heran. Das glaube ich, jeder an seinem Platz. Ja. Übermorgen werde ich damit beginnen, Herr Priol. Sie in Ihrem Alter, setzen Sie sich mal lieber wieder hin. In meinem Alter? Das ist doch keine Frage des Alters. Ja, und ob? Haben Sie die Wahlanalysen mal angeguckt, genauer? Hessen, Hamburg? Ja, natürlich. Und? Darauf baue ich doch. Da setze ich doch drauf, dass dieses Durcheinander der neuen 5-Parteien-Landschaft, das kreative Chaos... Ja, langsam. Leute wie Sie sorgen doch erstmal dafür, dass alles so bleibt, wie es ist.
Was soll das denn heißen? Ja, wer hat denn die entscheidenden 0,1% Vorsprung für Roland Koch noch rausgeholt? Ja, ich das war nicht. Ihre Generation. Was? Nutzlose Kostgänger im Niemandsland zwischen Frühverrentung und erloschenem Sterbegeldanspruch. Wer wählt denn noch mehrheitlich CDU? Nur noch Leute über 60, die Best-Ager, die frühpensionierten Alt-68er als fünfte Kolonne der Union. Aha, da kann ich doch gleich mal ein Lied zu singen. Ja, machen Sie das, aber ohne mich. Nein, warten Sie, der gehört zu mir. Den habe ich doch aufgetrieben. Das ist meine Stimmungskanone für den Tanztee. Sie kommen mit. Wissen Sie, wie hoch das Durchschnittsalter der Wahlberechtigten hier in der Anstalt ist? 59,8 Jahre. Davor hat der Programmdirektor immer gewarnt. Wenn die an die Urne gehen, wenn die ans Ruder kommen, das wird der Urnengang, der Untergang, der Gustloff. So, liebe Kinder, mein Name ist Kai Diekmann. Jawohl, ich bin der Chefredakteur von Bild. Und habe extrem viel Pomade im Hirn. Ich bewohne hier die Zimmer 16 bis 22, aber psst, ist geheim. Das darf keiner wissen. Ich auch nicht. So. Liebe Kinder, ich sag euch jetzt, wer an allem schuld ist. Ja! Tri, tra, trollala. Liebe Kinder, es gab ein Jahr, das eine Katastrophe war. 1968. Liebe Kinder, seitdem geht's abwärts. Die 68er, die sind an allem schuld. Vorher waren alle Menschen froh. Alle Menschen waren hetero, weil Schwulsein ja eine Krankheit war und da war keiner krank. Gott sei Dank, die 68er, die sind an allem schuld. Single-Partys gab es keine, die SPD hatte noch Ortsvereine. Die Ehe hielt bis zur Beerdigung und nicht bis zur Selbstverwirklichung. Die 68er, die sind an allem schuld. Wir hatten Wohlstand für alle, das Fließband rollte, Arbeit für jeden, der Arbeit wollte. Und Arbeit hatte Vati, Mutti blieb zu Haus. In der Schule ging Gewalt noch vom Lehrer aus. Die 68er, die sind an allem schuld. Das war 1968. 1968, und da machen die da Revolution, da machen die da Revolution bei Vollbeschäftigung. Na gut, alle waren Nazis, das war ganz normal. Onkel Otto war Nazi und die Hildegard, das waren normale Leute mit normaler Frisur und keine ostdeutsche Jugendkultur. Die 68er, die sind an allem schuld. Letzte Strophe. Und dann kamen diese Langhaar-Prolos und spielten ewige Gitarren-Solos. Liebe Kinder, Revolutionen sind schlechte Partys von Wachstumshormonen. Die 68er, die sind an allem schuld. Vielen Dank, ich gehe wieder aufs Zimmer. Das sind die richtigen Leute, das sind sie. So kann man sie packen, nicht wahr?
So muss man die 68er anfassen. Fast wäre ich schon verzagt, weil Herr Priol mich ganz schwindelig geredet hat mit seiner Destruktivität. Aber der will ja nur seinen Hintern retten. Was wir brauchen, um diese Leute wachzurütteln, ist eine Vision. Und die haben wir nicht, verstehen Sie? Die Linke hat doch auch keine. Staatssozialismus, das ist doch keine Vision. Das ist eine niederschmetternde Erfahrung. Die SPD, die taktiert ja bloß nur, bis sie nicht mehr weiß, wo es gerade ausgeht. Nicht wahr? Da sitzen noch Leute wie Helmut Schmidt im Nacken. Ein Mann, der Nikotinabhängigkeit nicht von freiem Bürgergeist unterscheiden kann. Ja? Der sitzt da, der hat mal gekarlauert, der Helmut Schmidt. Wer in Deutschland Vision hat, der sollte damit zum Arzt gehen. Pah. Desillusionierte Flakhelfer-Generation. Armselig, nicht wahr? In der CDU ist doch genau dasselbe. Visionäre Konservative, wo sind sie denn? Da kommt einer wie Heiner Geißler, was sagt die CDU? Er soll aus der Partei austreten oder er soll zum Psychiater gehen. So geht's und verstehen Sie, da fehlt doch was. Heute ist ein besonderer Tag, wissen Sie das? Heute, vor 75 Jahren, hat eine große Vision ihren Anlauf genommen. Am 4. März 1933. Am 4. März 1933, als in Deutschland gerade hunderte von aufrechten Demokraten von der Gestapo abgeholt wurden, da hat Präsident Roosevelt in Amerika die große Vision des New Deal, des neuen Gesellschaftsvertrages, verkündet und in Angriff genommen. Das ist eine Vision gewesen. Und heute spüren die Amerikaner, da ist wieder einer mit einer Vision. Barack Obama, sie spüren es alle in Amerika. Hoffentlich erschießen sie ihn nicht dafür. Da muss man sich dranhängen. Verstehen Sie, wo kommen denn die Idole her von den 68ern? Die kommen doch aus USA. Verstehen Sie, da muss man sich hinten anschließen. Wissen Sie, wie es in Amerika zuging, bevor ein New Deal angefangen hat, damals 1933? Das Land war verrottet und auf den Hund gekommen. Massenarbeitslosigkeit, ein völlig desolates Bildungssystem, Finanzkrise, Wirtschaftskrise und Superreiche, die das Volk ausgeplündert haben, aber in Wohltätigkeitsskalas kleine Almosen verteilt haben. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, und dann kam Präsident Roosevelt. Mit der ganzen Kraft des Primates der Politik hat er eine gigantische Umverteilung von oben nach unten in Gang gesetzt. New Deal, hat er gemacht. Wissen Sie, was er gesagt hat im Wahlkampf? Wir müssen die alten Feinde bekämpfen, hat er gesagt. Spekulanten, Kriegsgewinnler, rücksichtslose Banken. Die alten Feinde, die die Regierung nur als Anhängsel ihrer Politik betrachten. Ha, großartig, was? Und das war kein weltfremder Spinner. Das war kein Sozialist. Ein aufrechter Demokrat. Roosevelt. Und damit hat er das Land vorangebracht zu wirtschaftlicher Blüte, aber zum Wohle aller. Und jetzt ist ein Bush dran, der das Land auf den Hund bringt, zum Wohle der Reichen. Und wir dackeln hinterher und sind drauf und dran, dasselbe zu machen. Das muss man umdrehen. Das sehen Sie. Man muss sie wachrütteln, hinten dranhängen. Die 68er muss man am Kragen packen. Ich werde sie so lange schütteln, bis der Kalk rieselt an ihnen. Ich werde Beck eigenhändig aus dem Bett holen. Ich werde ihn rasieren und einweisen. Ich werde ihm sagen, Beck, werde ich sagen, ich sage, Beck, werde ich sagen, nicht. Ich werde sagen, Beck, es gibt viel zu tun. Nicht, ja. Ich werde sagen, Beck, werde ich sagen, es gibt viel zu tun. Als erstes packen wir uns die Reichen, aber nicht nur verbal, sondern handgreiflich. Meinetwegen auch an der Ehre, aber Hauptsache handgreiflich. Wir packen sie an der Ehre, am Kragen sollten wir sie packen. Da ist die Ehre empfindlich gegen Sauerstoffmangel. So muss man mit ihnen reden, werde ich sagen, Beck. Denken Sie dran, aus einem verzagten Hintern kommt kein kraftvoller Furz. Das werde ich sagen. So muss man es machen. Was? Ja, natürlich. Immer auf die Wohlhaben. Die leiden doch schon genug. Die haben Angst. Jeden Abend der Leiden. Gucken Sie mal eine Stunde weiter, Mann. Gucken Sie mal auf die Ruhe. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren eingelieferten Gästen Arnold Grating, Monika Gruber und Reinald Grebe. Lassen Sie sich auch wieder einweisen zu uns steuerbegünstigt und vollsubventioniert, wenn es am 1. April wieder heißt, um 22:15 Uhr, wie immer, live nach dem Heute-Senat.